Hallo und willkommen zurück bei Torchlight 2. Beim letzten Mal haben wir Großregent Eldrain besiegt und jetzt müssten wir eigentlich bereit sein, nach Serifesh zu reisen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Genau, imperialer Transportmeister, Glutsteinmobilvorarbeiter bringt euch nach Serifesh. Da gehen wir jetzt hin und da erwarten uns eine Menge neue Abenteuer. Jawohl! Getrieben von Mordrags Herz hat der Alchemist die Essenz zweier Wächter geraubt. Die beiden anderen Wächter leben in der kargen Ödnis rund um Serifesh. Dort schlägt der Alchemist als nächstes zu. Ihr müsst ihm Einhalt gebieten, bevor ein weiterer Wächter fällt. Okay. Kein Problem. Also, dann scheint ja tatsächlich der Großregent eigentlich unschuldig gewesen zu sein. Also müssen wir den Typen aufhalten. Hier, kombiniert Schätze zu neuen Gegenständen. Das finden wir gut. Wir haben schon die großen Heiltränke. Deshalb wollen wir die kleinen Heiltränke jetzt mal kombinieren bei Albrecht dem Umwandler. Das geht folgendermaßen. Da müssen wir ihm nur drei Wir legen ihm einfach eins rein. Zack. Zutaten, dreimal Heiltrank und dann bekommen wir hier den großen Heiltrank raus. Das wird in unserem Inventar automatisch mehr werden. So, machen wir jetzt einfach mal. Und es geht komplett auf. Wunderbar. Das mit diesem Glück ist auf eurer Seite. Ich weiß nicht, ob das schief gehen kann. Es muss ja irgendwie schief gehen können, ansonsten würde ja diese Nachricht nicht kommen. Vielleicht geht es nur schief, wenn man mal normal oder schwer spielt oder sowas in der Art. Das weiß ich nicht so genau. Mana-Trank werden wir auch machen. Geht auch durch drei auf. Wunderbar. Und diesen Verjüngungstrank brauchen wir nicht wirklich. So, dann könnten wir die Glutsteine noch kombinieren, aber das halte ich für eine schlechte Idee. Da kriegt man immer diesen Chaos-Glutsteinkorn oder leeren Glutsteinkorn. Finde ich beides doof, will ich nicht. Was ist das? Das ist ein Verzauberer, okay. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Akt 2, am Vorabend des Krieges. Gut, neuer Ruhm. Was nehmen wir da? Kanonenfeuer können wir noch nicht, dürfen wir noch nicht. Schwerlastkämpfer brauchen wir nicht. Glutsteinhammer dürfen wir noch nicht. Also Flammenhammer. Gut, das war doch der hier. Jawohl. Sehr gut. Ich habe euch erwartet. Ich bin der Wächter der Luft. Ja, der Alchemist ist bereits in der Knochenwüste. Und er hat sich mit den niederträchtigen Esho hier verbündet. Vermutlich, um ihnen beim bevorstehenden Angriff auf Serifesh zu helfen. Und jetzt ist die Wächterin des Malers, dem Alchemisten, in die verlassenen Gewölbe gefolgt, die von der Sphinx bewacht werden. Findet die Gewölbe und bringt die Sphinx dazu, euch einzulassen. Der Wächterin droht höchste Gefahr. Wenn nicht vom Alchemisten, dann von den Netherin. Okay. Naja, werden wir schon tun. Okay, Quest angenommen am Vorabend des Krieges. Wunderbar. Das werden wir doch völlig ohne Probleme hinbekommen. Gut, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren und gleich in die Knochenwüste gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Durchgang hier, nicht wahr? Ach, da ist noch einer. Was willst du? Seid gegrüßt. Willkommen in Serifesh. Ich bin Malik Forsch. Ich spreche für die Seraphi. Wie ihr müsst, bereiten die Ezru hier sich darauf vor, unsere Stadt anzugreifen. Unser militärischer Anführer, Kommandeur Musafar, ist anscheinend von der Ezru Nir Esrohir gefangen genommen worden, draußen in der Knochenwüste. Sie dürften ihre Gefangenen zur Befragung in ihre Festung bringen. Sobald er in der Klammburg ist, werden sie jedoch schnell erkennen, mit wem sie es zu tun haben, und dann verhören sie ihn, bis sie alles über unsere Verteidigung wissen. Ich glaube, ihr sollt unterwegs in die Knochenwüste. Bitte, rettet Musafar. Wir brauchen ihn. Gut, machen wir. Wenn wir sowieso schon in der Gegend sind, ist das eigentlich gar kein Problem. Na dann. Auf in die... Nee, da nicht lang. Hier geht's runter. Oh! Habt ihr gesehen, was der im Stand 21 bis 23 und sind wir nicht auf... Moment. Sind wir nicht auf 18? 21 bis 23? Wir sind aber, glaube ich, ganz schön unterlevelt. Kann das sein? Naja, dann wird's wieder eine Herausforderung. Eigentlich gar nicht das Schlechteste, was uns passieren könnte. So, 21 bis 23. Wir sind wirklich Stufe 18. Meine Güte. Okay, gar nicht cool.
da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Hier gibt es verflucht viele Urnen und verflucht viele Schätze und auch sehr viele Gegner. Wüste von Serifesh, oder besser gesagt Knochenwüste, ist ein sehr großer Bereich. Aber ihr seht schon, wir sind zwar Level 21, aber wir haben sehr gutes Equipment, wie ich mich erinnern kann. Wir haben ja ein sehr starkes Einhänder-Schwert bekommen. Und da dürfte es eigentlich kein allzu großes Problem sein, hier durchzukommen. Auch wenn die alle ein bisschen höher leveliger sind. Es gibt sogar ein... Oh, Stufe 19. Na wunderbar, das kommt mir gerade sehr gelegen. Es gibt auch einen sehr merkwürdigen Bereich, in dem wir Gegner betreffen, die viel höher sind im Level. Aber es sind halt diese ganz normalen Skelette und deshalb wird man mit denen fertig. Also es kommt immer darauf an, welchen Gegner wir treffen. So, jetzt gucken wir erst einmal Fähigkeiten. Können wir eigentlich schon wieder nur den Flammenhammer machen. Aber was ist denn hier noch? Was war denn hier noch? War hier nicht noch irgendwas? Dynamofeld, ihr zapft die Energie. Tremor. Was ist das? Feuerschlag. Ihr bündelt einen kräftigen Energieschlag mit eurem Schild. Bis zu 6 Meter weit reicht. Hatten wir nicht noch irgendwas? Wenn ihr eine Auflage für eure Fähigkeit einsetzt, erhaltet ihr etwas Gesundheit zurück. Das ist ja eigentlich auch ganz cool. Also bleiben wir bei Flammenhammer. Ich bleibe volle Breitseite offensiv. Ich will mir gar keine defensiven Fähigkeiten aneignen. Also, Stärke und noch mehr auf Geschicklichkeit. Gut. Dämmerfokus brauchen wir wirklich nicht. Identifizierungsrolle, auch schön. Ja, noch mehr Gegner. Meine Fresse. Wir gucken uns erstmal hier noch ein bisschen um und werden das alles ein bisschen aussortieren hier mit den Gegnern, damit es ein bisschen leichter ist, da zu angeln. Ja, gegen den Elektropanzer. Zack. Haben wir gleich einen schönen freien Platz und hat Gesundheitswiederherstellung auf Rüstung. Ja, wunderbar. Zack, da haben wir gleich wieder Gesundheitswiederherstellung. Faustbüchse, zweihändig. Da können wir denn unseren krassen Angriff nicht benutzen. Hier unser Kanonenfeuer. Na egal, identifizieren. 139. Ist sogar stärker, aber Geschicklichkeit 60 oder Stufe 25. Na gut, weg damit. Was ist das? Ja gut, auch Stufe 26. So viel Vitalität haben wir auch nicht. Infanterieaxt weg. Bullenaxt. Donnerwetter. Auch weg. Gut. Mensch, es ist dunkler geworden. Hier gibt es ja einen Tag-Nacht-Zyklus, oder? Ich glaube, darüber wundere ich mich jedes Mal. Das bemerke ich irgendwie so gar nicht. Sehr merkwürdig. So, was willst du denn? Hey. Hallo ihr. Hättet ihr wohl einen Moment Zeit, um mir zu helfen? Mein Name ist Nerasis. Ich arbeite als Glutstein-Geometer für das Imperium. Nach einer meiner Theorien kann genutzter Glutstein wieder aufgeladen werden, indem man ihn einer genügend großen Mana-Quelle aussetzt. Meine Forschungen haben mich zu Tarochs Kluft geführt, wo das Mana-Ausstoßverhältnis... Nun, sagen wir, es ist sehr hoch. Das Problem ist jedoch, dass sich eine nicht unbeträchtliche Anzahl schrecklicher Monster zwischen mir und der Mana-Quelle befindet. Ich würde euch gerne belohnen, wenn ihr diesen ausgebrannten, verbrauchten Glutstein in Tarochs Kluft bringen und versuchen könntet, ihn wieder aufzuladen. Bringt ihn anschließend wieder hierher, damit ich meine Theorie überprüfen kann. Könnt ihr mal sehen, dafür kriegen wir einen Riss-Glutstein. Okay, Moment, was macht der? Aufladungsrate um 5%. Erhöht. Achso, das sind diese normalen Aufladungen. Und 10 Mana bei Treffer gestohlen. Beides nicht so doll. Na gut. Eine Quest bekommen. Das mit den Glutsteinen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Da gibt es denn ja nach dem Korn gibt es dann Scherbe und Splitter. Und dann gibt es nur den Glutstein. Und dann gibt es sogar noch den großen Glutstein. Ich weiß nicht, ob wir den im ersten Durchlauf... finden werden. So einen großen Glutstein bin ich mir jetzt nicht so sicher drüber. Ansonsten müsste man jetzt noch einen zweiten Durchlauf dazu spielen, aber ich weiß nicht, ob wir den machen. Ich glaube, ein Durchlauf reicht inzwischen. Das habe ich so inzwischen den Beschluss gefasst. Ein Durchgang reicht. So, dann angeln wir mal hier noch weiter, obwohl wir eigentlich so viele Fische haben. Eigentlich ist es nicht nötig. Aber das irritiert mich, wenn da so ein... wenn hier noch so ein... Flickwerkwams... Tolles Wort. Das irritiert mich einfach, wenn da hier noch irgendwas steht, wenn da noch so ein Wort ist oder irgendwie sowas. Das muss ich einfach bereinigen. Das ist eigentlich der einzige Grund. So, zwei noch Kampfmaul. Kampfmaul gefällt mir gar nicht mehr so gut. Das sind diese Kampfbestien, diese Kriegsbestien, die mag ich irgendwie nicht mehr so. Schakalbarsch. Eigentlich mag ich die alle nicht mehr so. Der Krebs nervt auch ein bisschen. Naja, was soll's. Wir werden Gregor jetzt noch schön verwandeln. Stangenwaffe. Na gut,
189. Aber langsam. Und höheres Zaubertempo. Zweihändig. Aber es ist so langsam. Nee, es hat doch keinen Sockel. Das nehmen wir nicht. Flickwerk-Wams. Plus 10% Gesundheit von Begleitern und Dienern. Aber dafür deutlich... Ja, nehmen wir. So. Dem können wir bestimmt unsere Eisglutscherbe ansetzen, oder? Ja. Wunderbar. Großartig. Gleich wieder neues Equipment bekommen. So, dann gehen wir doch hier einfach mal... Bretter? Bretter sind doch kein Hindernis für den mächtigen Tolosuka. Oder für die mächtige Tolosuka. Ich habe sie ja extra nicht Pesti genannt, weil Pesti ja ein männlicher Name ist. Und Tolosuka ja eigentlich nicht. Okay, das sehen wir jetzt mal von Minecraft ab, wo ich meinen Charakter Tolosuka nennen musste, weil Pesti schon weg war. Naja, was soll's. Roms! Noch. Meine Güte. Ja, jetzt könnte es schon kniffliger werden, einfach weil zu viele sind. Ein Basilisk. Wow. Donnerwetter. Habe ich jetzt hier schon mit Basilisken zu... Was ist das da oben? Kuso... Kusorast? Kusorost? Meine Güte. Ah, was ist das? Nein. Noch so ein fetter... Nein, ein Gürteltier ist das. Ein Armadillo, nicht wahr? Bam. Blockt Angriffe. Champion-Beste. Blockt Angriffe, bis Platten zerstört sind. Okay. Okay, der mag ja vielleicht Angriffe blocken, aber ansonsten hat er nicht so viel drauf, ne? Also irgendwie so von wegen Schaden zufügen hat er nicht so viel, ja? Meine Güte. Wie viel da immer rauskommt, ist der Hammer. So, jetzt müssen wir aber hier nochmal nach oben. Da, was ist denn mit dem los? Es geht ja gar nicht. Erstmal gucken hier. Flickwerk-Wams schon wieder. Ein Schild. Oh. 3 auf Geschicklichkeit, 38 Gesundheit. Anstelle von 5 auf Stärke. Aber ist trotzdem besser. Weg. Großer Streithammer. Nee. Eisglutstein, Scherbe und Korn. Moment, habe ich nicht eben... Ach so! Das ist... Ich dachte, das ist ein Schild. Na wunderbar. Eisglutstein, Scherbe und Eisglutstein, Korn. Wunderbar. So, und jetzt geht's dir an Kragen. Du willst dich mit mir... Boah, da kann man nicht durchlaufen. Ich muss... Sehr cool. Du willst dich mit mir anlegen? Kusorost. Beschwört Knochenwolken. Ja, ich habe schon gemerkt. Was soll denn der Mist? Bam. Moment, hier, kriegst mal den. Boom. Ja, bam, 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 bam. Meine Güte, der hat ja null Abklingzeit. Also, das ist ja der Hammer. Das ist wirklich cool. Die Kanone kann man hintereinander wegballern, weil die null Abklingzeit hat. Das ist cool. Hier, friss dies. Mann, ich komme mir irgendwie trotzdem unterfordert vor. Hoppala. Okay, ich nehme es zurück. Aber trotzdem, 21 bis 23. Wenn wir auf dem Level wären, dann können wir hier richtig durchrushen. Großhammer. Nein, das ist immer noch eine Wasserpumpenzange. Was haben wir hier? Dolch. Gliederfüße. Fäuste. automatisch identifiziert auf Stufe 23. Wir behalten das mal noch, aber ob ich den nehme, ist relativ unwahrscheinlich. Also wenn er jetzt nicht mit 200 Schaden kommt oder so, dann werde ich auf das Schild verzichten. Aber ansonsten, ne, nicht wirklich. Moment, oben waren doch noch ein paar Ohren, ne? Da bin ich doch wieder weggegangen. Mann, was wollt ihr denn? Bam. Tja, die greifen Gregor an. Komm her, du Schakalbiest. Genau, Schakalbiest. Machen wir gleich aus Gregor. Auch ein Schakalbiest für 15 Minuten, weil es ein großer Schakalbarsch war. Was ist das denn hier? Achso, das ist nur unser getöteter Gegner, ne? Wie viel Urnen? Boah. Könnt ja mal ruhig ein bisschen Beute drin sein und nicht nur Gegner. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so ein verdorrter Bogenschütze. Und der sitzt da in der Urne den ganzen Tag und wartet, dass irgendeiner vorbeikommt und die Urne kaputt macht, damit du angreifen kannst. Was ist das denn für ein Leben? Das ist doch nicht cool. Schakalbis, warum sind die gelb umrandet und nicht rot? Sehr merkwürdig eben. Armer Dachs. Boah. Ich dachte schon, das hätte ihn erwischt mit einem Schlag. Die war doch noch... Naja, anscheinend nicht. Gut, egal. Dann können wir hier noch mehr Urnen zerstören. Wird mal Zeit, dass hier mehr Urnen kommen. Meine Güte. So, hier. Das ist doch ein Riss, oder nicht?
das Drachenskelett entdeckt. Oh ja, wirklich, hier ist ein Drachenskelett. Sieh mal einer an. Der Schattenspalt für 22 bis 25. Meine Güte, wo sind denn meine ganzen Level? Warum sind wir denn so unterlevelt? Verstehe ich jetzt gar nicht. Was ist das? Oh. So, lockt mich hier rein mit irgendeinem kleinen Dünenmutter? Was ist deine Dünenmutter? Von wem bist du denn die Dünenmutter, hä? Oh. Basilisk hat uns eingefroren zu Stein. Klar, wer hat Harry Potter gesehen? Basilisk, irgendein Schlangen-Fabelwesen. Und es kann mit einem Blick versteinern. Cool, wir haben einen goldenen Schlüssel. Weil ich weiß, hier gibt es eine goldene Truhe. Und die hatte ich bis jetzt nie öffnen können, weil wir den Schlüssel nie gefunden haben. Ich rede jetzt immer von meinem Online-Spiel. Schattenspalt. Ja, wir haben eigentlich keinen Grund, in den Schattenspalt zu gehen. Oh, da ist eine Truhe. Hier, die meine ich eigentlich gar nicht. Hier gibt in der Knochenwüste gibt es nämlich noch eine. Aber das ist eine und das ist ja schon mal ganz gut. Und schon wieder nicht identifizierte Sachen und ich kann sie ja nicht identifizieren. Flammblutsteinstabe, gut. Zwei nicht identifizierte Großhämmer. Und keiner von beiden ist ein Hammer. Na gut, wir haben keine Identifizierungsrolle. Müssen wir später machen. Aber ja, der Schattenspalt da, Stufe 23 bis 25 oder 22 bis 25. Wir haben ja nicht wirklich einen Grund, da reinzugehen. Also lassen das momentan noch erstmal sein. Das ist mir denn eigentlich zu riskant, da reinzugehen. Einfach nur, weil wir Bock haben zu erkunden. Also, nee. Da will ich lieber einen richtigen Auftrag und dann gehen wir da auch rein. Gar keine Sache. Esrohir-Nomade. Naja, klar. Wenn ich einen Nomade schon finde, denn natürlich in der Wüste. Wo sonst? Tote Abenteurer. Ah! Verdammte Schakalbiester. Das ist echt ein Problem, wenn man sein eigenes Tier zum Schakalbiest verwandelt hat. Da kann man kaum noch unterscheiden. Und dann spielt man am besten noch mit 4 oder 5 Leuten und die haben alle ihre Begleiter in irgendwas verwandelt. Und dann herrscht totales Chaos. Dann blickt man gar nicht mehr durch. Schreiende Heilung. Na gut, braucht man nicht unbedingt, aber was soll's. Einfach mal draufgeklickt. Ja, Kapmazar. Kapmazar? Was ist denn Kapmazar? Bam, 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 bam. Was ist das Drachenskelett? Ja, ich verlasse das Drachenskelett. Hier, friss, Kapmazar. Warum ist denn der so stark? Stopp doch mal jetzt. Hier, Champion-Beste, versteinernder Blick. Nein, das ist immer noch ein Basilisk. Na gut, hat geklappt. Cool, wir haben irgendein Lager gefunden. Hier, nee, kann das sein? Irgendwie ein paar Gegner. Hier ist ein Zelt. Irgendwie irgendwas. Wer weiß, was das hier ist. Das ist noch ein Schädel. Moment, was ist das denn? Geheimnisvoller Edelstein. Der Edelstein sieht aus wie das Auge einer uralten Bestie. Tja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also Auge einer uralten Bestie würde ich einfach mal behaupten. Wir finden irgendwo eine Statue von dieser Bestie. Und das ist eins der beiden Augen. Und wenn wir beide einsetzen, dann öffnet sich irgendwo ein Geheimgang und wir kommen in irgendeine Zwischenwelt oder sowas. So würde ich mir das vorstellen. Aber das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie gesehen. Nee, also kann ich mir jetzt keinen Reim drauf machen. Ich kann mich nicht an irgendein... Oh, geheimnisvoller Sockel. Könnt ihr mal sehen. Beim Drachenskelett haben wir gefunden. Ja, cool. Hoffentlich brauchen wir nicht noch ein Auge. Oh. Ha! Truhen. Ich dachte schon, das ist... Oh, da haben wir noch ein Auge gefunden, ne? Ich dachte schon... Was war das? Eine Falle, wa? Naja, gut, egal. So, oh, meine Güte. Weg. Nicht identifizierte Hose. Ah, wir haben Identifizierungsrollen. Auf einmal 4 Stück. Donnerwetter, 200. Ah, starke 63. Auch 200. 12% schnellerer Angriff oder Aufladungsrate um 15 erhöht. Ich weiß nicht, welcher mir besser gefallen soll. Ich kann sie beide nicht anlegen, weil sie beide viel Stärke brauchen oder eine höhere Stufe. Wir packen sie einfach weg und vergessen sie. Gesundheit. Rüstung auf Körperschaden. Feuer und Elektro? Ja, die nehmen wir. Gib mir das. Nee, Mana-Wiederherstellung. Finde ich total unsinnig, Mana-Wiederherstellung. Warum sollte ich das haben wollen? Das stellt sich doch wieder her. Was war das? Glück bei Magiefindung um 1%. 4 auf Fokus. Funkenblutstein ist drin und Eispanzer. Nee, geh mal weg.
Was haben wir hier? Schwarzes Basiliskenauge. Plus 18 Mana oder 5%ige Chance auf Wirken von Chaosriss bei Treffer. Das ist ein Chaosriss. Flickwerkgürtel. Nee. So, und das ist auch das Gleiche. Okay, schwarzes Basiliskenauge. Gut, also das sind solche Sachen. Wenn ich so eine Glutsteine finde. Na, was ist denn jetzt los? Wenn ich solche Glutsteine finde, die ich selber nicht verwenden will, dann bringe ich die zu diesem Zauberer, der die dann zusammenfügt. Weil dann kommt vielleicht doch mit ein bisschen Glück ein Blutglutstein heraus. Und dann kann ich damit wenigstens was anfangen. Aber selbst wenn ich dem drei Eisglutsteine gebe, dann kann irgendein Chaosglutstein rauskommen. Das finde ich total den Beschiss. Das finde ich echt ziemlich witzlos und das funktioniert einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Und deshalb lassen wir das einfach mal sein. Also, der ist praktisch so eine Art letzte Station für ungewollte Glutsteine. So in der Richtung. Kann immer was Gutes draus werden, aber Garantie gibt es dafür nicht.